So, dann klicken wir den doch einfach mal an. Mit Taschenlampe. Eine Taschenlampe. Warum habe ich die Taschenlampe erst jetzt gefunden? Ich hätte während der Mainbike-Fahrt Grimassen für Goal schneiden können. Hm. Ja, dann auf her damit. Was haben wir hier noch? Sicherungsschalter. Das System rebootet. Das Codewort für den Lift wurde zurückgesetzt. Hier kommt das Neue. Hm. Irgendwas Cooles. R-U-F-U-S. Jetzt hat er doch... Was ein Dödel. Ja. Mosaiksteine. Die Scherbe ist jetzt endgültig im Eimer. Aber der Kaugummi sieht noch gut aus. Allerdings auch nicht besser als vorher. Hat er jetzt den Kaugummi mit? Tatsächlich, der hat den Kaugummi mitgenommen. Das ist ja unglaublich. So, das Mosaik ist kaputt. Dann können wir jetzt auf jeden Fall mit dem Lift nach oben fahren, so wie es ausschaut. Jo. Und ab jetzt verlässt mich völlig mein Gedächtnis. Ich kann dir überhaupt nicht mehr sagen, wie es jetzt weitergeht. R-U-F-U. Hey, was soll das denn? Das Passwort ist Rufus. Ich habe es selbst eingestellt. Oder bin ich jetzt blöd? Hat halt ein bisschen gedauert. Mhm. Was sieht hier denn? Wieso läuft der automatisch? Soweit, so gut. Jetzt heißt es warten. Hm? Was ist das für ein Geräusch? Beamtenkreuzer. Was hat das zu bedeuten? Bin ich in eine Falle getappt? Oder arbeitet Cletus etwa mit dem Organon zusammen? Ich sollte mir das besser mal aus der Nähe angucken. Ja, dann bevor wir das aber machen, will ich aber erstmal hier gucken, was uns da so erwartet. Notboot. Was für eine Schönheit. Stark, robust und bis auf ein paar Schrammen noch prima in Schuss. Ach ja, Spiegelungen im Fenster sind schon was Tolles. Oh. Warum eigentlich nicht? Ach so, die Aufstiegscodes. Da war ja was. Jetzt haben wir hier einen Hebel. Und eine Flagge und Flaggenmast. Drücken wir mal den Hebel. Kannst wahrscheinlich die Flagge einstecken. Davon gehe ich schwer aus. Flagge. Das ist nicht der Stoff, aus dem Helden gemacht sind. So viel steht fest. Hm. Nimm sie trotzdem mit. Flaggenmast. In Elysium werden sie mich mit wehenden Fahnen begrüßen. Und Konfetti. Oh Junge. Ich liebe Konfetti. Kann ich da den benutzen? Puh. Was? Puh. Okay. So, was haben wir hier? Da war ein Notboot. Da stand doch gerade noch was anderes, oder nicht? Ne, ist nur ein Notboot. Was haben wir hier? Fenster. Schnörkel? Dieser Schnörkel unterscheidet sich von den anderen. Sympathisch. Kann man den mitnehmen? Jo. Wofür? Wobei, das sieht aus wie eine Zwille. Als ob man sich da eine Zwille draus machen kann. Hm. Haben wir hier jetzt alles gesehen? Den Fahnen. Was ist das denn? Der Mond? Ach, das Elysium? Ah. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre der Mond. Ich war noch nie so nah dran. Okay. Ja, Elysium ist vorne. So, jetzt müssen wir ja erstmal gucken, was da gekommen ist. Also nochmal zurück. Boah, ist das laut. Und nochmal gucken. Oh, da steht einer. Sapperlot, das sind doch dieselben Organons, die Goal bedroht haben. Vielleicht haben sie diesen Cletus geschnappt. Dachte ich mir gleich, dass das ein Schlappschwanz ist.
Was mache ich denn jetzt? Am besten, ich halte mich erst einmal im Verborgenen und gucke, ob ich irgendwas rausfinde. Und Sie sind sicher, dass dieser Rufus naiv genug ist, Ihre Verlobte hierher zu bringen? Absolut. Er ist eine egoistische, raffgierige Ratte. Der Ausblick, nach Elysium zu kommen, wird ihn herlocken. Raffgierige Ratte? Das ist doch... Ich verstehe gar nicht, warum Ihnen diese Frau überhaupt so wichtig ist, Cletus. So wie ich das sehe, ist sie nur ein unkalkulierbarer Risikofaktor für unser gemeinsames Unternehmen. Glauben Sie mir, nach all dem, was sie sich geleistet hat, würde ich sie am liebsten auch auf Deponia zurücklassen. Aber um nach Elysium zurückzukehren, brauche ich nun einmal die Aufstiegscodes. Und die sind leider an ihrem Gehirnimplantat gespeichert. Ohne Goal keine Aufstiegscodes. Und ohne Aufstiegscodes kein Unternehmen. Das gefällt mir nicht. Ulysses wird uns beide exekutieren, wenn er herausfindet, dass es sich bei ihrer Begleitung um... Psst, da kommt er. Röhrenamtmann, machen Sie Meldung. Noch keine Spur von dem Deponianer, Herr Oberkontrollrat. Worauf warten Sie da noch? Suchen Sie weiter. Selbst über diese Drohne ist der Gestank kaum aushaltbar. Es wird Zeit, dass wir unseren Plan in die Tat umsetzen. Sehr wohl, Herr Oberkontrollrat. Machen wir uns an die Arbeit. Je schneller wir das Ganze hinter uns haben, desto besser. Ganz meine Meinung. Ich werde mal auf der Plattform nachschauen, ob dieser Rufus schon da ist. Also halten Sie sich im Hintergrund. Wir dürfen nicht riskieren, dass diese Ratte ihren Schwanz einkneift, bevor wir die Aufstiegscodes in Händen halten. Oh je, hoffentlich sieht er uns jetzt nicht. Hm? Moment mal, dieser Cletus sieht ja genauso aus wie ich. Nicht ganz so attraktiv vielleicht, aber was hat das nur zu bedeuten? Außerdem hat mir das Gespräch überhaupt nicht gefallen. Ich habe nicht alles verstanden, aber die haben doch was vor. Und keinesfalls kann ich zulassen, dass Goal dem Organon in die Hände fällt. Zuerst werde ich mir allerdings diesen Cletus vorknüpfen. Gnade ihm Schrott, wenn er vorhat, mich zu hintergehen. Oh, ich habe so eine Vermutung. Da wir ja den zweiten Teil noch nicht kennen, weiß ich nicht, ob sich die Vermutung bestätigt. Aber ich möchte jetzt auch noch nicht zu viel verraten, wenn sie richtig ist. Mhm. Weil so, warum die wohl gleich aussehen könnten, müsste du eigentlich auch. Ja. Wieso folge ich dem eigentlich? Ich will da nicht dem folgen. Ich will hier lang. Ich kann nicht näher ran. Die Was? Organons würden mich sehen. Dann müssen wir dem folgen? Ja. Na dann. Okay, dann watscheln wir dem mal hinterher. Und mal gucken, was der uns zu sagen hat. Ich denke mal, dass wir jetzt auf den treffen werden. Ja. Gibt's mir auch einen? Dankeschön. Oh, da oben ist er. Und der hat eine Tasche mit. Das Gepäck von dem Kerl. Ich wette, er hat den Seitenschneider vergessen. Natürlich nicht. Man weiß ja nie, wann man nicht mal ein Gitter aufschneiden muss. Ja. Ölige Frisur, hässliches Cape und steifer Kragen. Was findet Goal nur an diesem Lusch? An diesem Lusch? Das ist auch ein gutes Wort. Komm, wir reden mal mit ihm. Gucken, was er zu sagen hat. Cletus, Rufus, endlich stehe ich dir gegenüber. Irrtum, ich stehe dir gegenüber. Von wegen, ich stehe dir mindestens 3 Schritte mehr gegenüber. Glaub das ruhig, Bürschchen. Aber genug der Unhöflichkeiten. Wo ist Goal? An einem sicheren Ort. Na, das ist ja perfekt, du Genie. Du bist das Genie. Wir hatten einen Deal. Du bringst mir Goal und ich nehme dich mit nach Elysium. Ohne Goal kein Deal. Also, was ist jetzt? Der Deal steht also noch. Was ist das für eine Vereinbarung zwischen dir und dem Organon? Warum siehst du so mir so ähnlich? Was würdest du am liebsten nehmen? Warum er ihm so ähnlich sieht? Okay. Warum siehst du mir so ähnlich? Irrtum. Du siehst mir ähnlich. Gar nicht. Du siehst mir viel ähnlicher als ich dir. Oh. Nur, dass ich nicht so hässlich bin. Du bist sogar noch viel hässlicher. Hast du in letzter Zeit mal in den Spiegel geschaut? Das ist sogar meine Lieblingsbeschäftigung. Wie bei mir.
Hör auf, mir alles nachzuplappern. Hör auf, mir alles nachzuplappern. Nur wenn du aufhörst, mir alles nachzuplappern. Aber du plapperst mir doch alles nach. Nein, du mir. Nein, du mir. Ach ja? Ach ja? Ach ja, haha? Grumbel. Grumbel. Ja. Was für eine Vereinbarung ist das zwischen dir und dem Organon? Tja, warum sollte ich es dir eigentlich nicht erzählen? Deponia wird gesprengt. Was? Ach ja, ich hatte vergessen, dass ich mit einem Höhlenmenschen rede. Deponia. Boom. Boom? Ja, boom. Der ganze stinkende Misthaufen. Und Elysium weiß davon? Von der Sprengung? Na klar. Wir haben sie bereits vor Jahrzehnten in Auftrag gegeben. Was dachtest du denn, was die Organ uns den ganzen Tag so treiben? Ihre mechanischen Bärte entfusseln? Und was wird aus den Deponianern? Physikalisch betrachtet wohl hauptsächlich Energie. Theologisch gesehen, sagen wir einfach, für einen Stern am Abendhimmel wird's wohl kaum reichen. Wow, das ist echt starker Tobak. Um ehrlich zu sein, gingen wir davon aus, dass Deponia unbewohnt ist. Immerhin wurde die Oberfläche damals für unbewohnbar erklärt. Aber ausgerechnet jetzt, da die Sprengung unmittelbar bevorsteht, kamen Gerüchte auf. Auf Deponia soll es noch Menschen geben, hieß es da. Darum haben die Ältesten einen Inspektor ernannt, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen. Und jetzt rate mal, wer dieser Inspektor ist. Ich bin es, du Troglodyt. Verstehe. Was ich hingegen nicht verstehe, mal abgesehen von der Bedeutung des Wortes Troglodyt, warum hat der Organon nichts von der deponianischen Bevölkerung erzählt? Ulysses Leute müssen doch wissen, dass wir hier leben. Immerhin terrorisiert uns der Organon seit Jahren. Sie erheben Zölle, sie blockieren Handelsrouten und sie klauen Babys im Nordquadranten, was allerdings auch nur ein Gerücht sein könnte. Ulysses hatte seine Gründe, uns im Unklaren zu lassen. Aber nun kennst du die Wahrheit. Ja, ich weiß alles. Okay, das heißt dann ja, dass Deponia nicht gesprengt wird, richtig? Nein, falsch. Ulysses hat mir alles erklärt. Und wir haben eine Vereinbarung getroffen. In meinem Bericht an die Ältesten wird stehen, dass der Planet nach wie vor unbewohnt ist. Deponia wird also trotzdem gesprengt. Hast du etwa Probleme damit? Ich meine, was interessiert es dich? Immerhin wirst du sicher auf Elysium sein, wenn es passiert. Du willst doch noch nach Elysium, oder? Ja, schon, aber... Oje, oje. Deponia sprengen, das scheint mir etwas übertrieben zu sein. Ich meine... Was? Mir ist es egal, aber Goal wird das nicht gefallen. Ich glaube, ich habe das irgendwie verpasst. Das werde ich auf keinen Fall zulassen. Nee, super. Ich hasse Deponia wie kaum einen sonst. Was meinst du? Das werde ich auf keinen Fall zulassen. Das werde ich auf keinen Fall zulassen. Tja, dann haben wir auch keinen Deal. Schade. Es hätte dir sicher gefallen. Auf Elysium. Lass mich nur kurz dem Organon Bescheid sagen und... Nein, warte doch. Ich habe ja noch gar nicht ausgeredet. Das werde ich auf keinen Fall zulassen, würde jetzt bestimmt jemand sagen, der an Deponia hängt. Ich hingegen... Ich meine, mir ist es egal. Aber Goal wird das nicht gefallen. Tja, da hast du nicht ganz unrecht. Goal hat sich als unberechenbarer Risikofaktor erwiesen. Aber dafür ist vorgesorgt. Was ist das? Das ist eine Bewusstseinsdatasette. Genauer gesagt, ein Backup von Goals Bewusstseinsspeicher. Das wusste ich. Goals gesamter Charakter ist darauf gespeichert. Inklusive aller Erinnerungen. Und zwar vor dem Punkt... an dem sie einen Blick auf Deponia und seine Bewohner warf. Sie wird nie erfahren, was hier auf Deponia vorgefallen ist. Darf ich auch mal? Finger weg! Das ist kein Spielzeug. Aber es funkelt. Deponia sprengen, das scheint mir etwas übertrieben zu sein. Deponia sprengen? Das scheint mir etwas übertrieben zu sein. Ich meine, okay, es stinkt. Es ist keine Augenweide. Sicher kein Ort für jemanden wie mich. Aber ich kenne einige Leute, die hängen irgendwie an diesem Haufen Schrott. Was vielleicht auch daran liegt, dass sie, weiß nicht, darauf leben und so. Schön, das sind alles Idioten, die einen Helden nicht einmal dann erkennen würden, wenn er ihnen den Kohlgarten in Brand steckt. Aber sprengen. Ja, sprengen.
Abreißen, einäschern, vaporisieren, eliminieren, ausradieren, alles weg! Ratz, fatz! Puh. Ratz, fatz! Aber das ist ja, das ist eine Wandlung der Geschichte, ne? Es ging erst nur darum, die Gold zu retten und sowas. Also jetzt kommt das raus, dass eigentlich Elysium, die von den Menschen wissen, den jetzt Deponia sprengen wollen. Und das verändert ja eigentlich unsere Heldentat komplett anders, weil ich denke mal, dass wir das jetzt verhindern müssen, ja, um die Leute alle zu retten. Na gut, dann, ich glaube, ich habe da irgendwas verpasst.